Hallo und herzlich willkommen zu Patron, einem Let's Play von diesem wunderschönen neuen City Builder. Ihr habt es vielleicht gelesen, wir starten kein Standard-Let's Play, sondern ein Let's Play der etwas besonderen Art. Wir starten nämlich mit den höchsten Schwierigkeitseinstellungen, die es hier gibt und legen uns selbst die Challenge auf, hier zu überleben. Und ich kann euch sagen, es ist nicht einfach, denn ich starte diese Aufnahme zum dritten Mal. Denn tatsächlich, und ich glaubte tatsächlich, ich habe die Demo lange gespielt, dass ich das hinkriege, dem war nicht so. Also, ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, los geht's. Und hinterher, wenn das Spiel lädt, sage ich gleich nochmal ein bisschen was dazu. Aber jetzt werden wir das erstmal Nerdica nennen. Ich habe die ganzen Banner schon mal durchgeklickt. Ihr könnt euch dann im Spiel gerne selbst durchklicken. Ich lasse den Löwen jetzt. Den finde ich ziemlich hübsch. Und bei der Karte gibt es auch eine ganze Menge. Also wir gehen die mal durch. Vulkan, Mittelmeer, Pinneridge, Zwillingsinseln, der Gipfel, Riff, Insel des Reichtums. Ihr seht hier, die ist ein bisschen zerklüftet. Eine Oase, die sind schon sehr schwer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine herausfordernde, extreme Schwierigkeit ist dann doch tatsächlich ein bisschen zu viel des Guten. Und wir lassen mal, ja, da müssen wir mal gucken. Wir gehen mal von vorne durch. Nordgipfel, okay, das ist schon wieder was anderes. Was ich mir überlegt hatte, was man machen könnte, wäre eventuell Fjorde oder sowas. Aber nein, wir gehen das nochmal durch. Mittelmeer kennt man, glaube ich, auch. Pinneridge, Zwillingsinseln, fast jede gleich groß. Sind die Zwillingsinseln in jeder Hinsicht reich. Bodenfruchtbarkeit, Wälder, erzreich vorhanden. Es ist wirklich ein Wunder, dass sich das noch niemand geholt hat. Ich würde sagen, darauf starten wir. Und es hat natürlich ein bisschen die Schwierigkeit, dass wir hier noch Brücken bauen müssen. Aber ich bin sehr gespannt. Okay. Wie gesagt, gehen wir auf extreme Schwierigkeit. Das Maximum, was hier möglich ist, damit wir auch wirklich, ihr seht, mehr geht nicht, damit wir hier auch wirklich ums Überleben kämpfen. Zwei Sachen. Bevölkerung ist erwachsen, jung und also junge Leute und Babys. Und Ereignisfrequenz sind Ereignisse, die uns versuchen sollen zu helfen. Okay, gut, starten wir das Spiel. Und nochmal was zu dem Let's Play an sich, wie lange es läuft. Für mich besteht das Let's Play aus der Challenge, hier zu überleben und eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Und ich persönlich würde deswegen, jetzt gehen wir erstmal hier auf Weiter und gehen mal in die Pause, würde tatsächlich sagen, wenn wir eine funktionierende Gesellschaft aufgebaut haben, ist die Challenge für mich gewonnen. Und das heißt halt auch, dass wir definitiv nicht den ganzen Tech-Tree bis zum Schluss durchgehen werden. Also wahrscheinlich werden wir die Patrons-Villa nicht bauen. Deswegen, die Challenge bei diesem Let's Play ist für mich, hier wirklich zu überleben und eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen. Ich will eine Werkzeugschmiede haben. Wir sollen genug Leute haben, Kleidergeschäfte. Was ich haben will, sind so eine Sachen wie Lehmgrube, vielleicht einen Steinweg bauen, schöne Feldfrüchte anbauen, ein bisschen Unterricht machen. So diese Basissachen, dass wir wirklich sagen, wir haben eine funktionierende Gesellschaft aufgebaut und von dieser Gesellschaft könnten wir, wenn man vielleicht mal später in das Let's Play nochmal reinschaut oder vielleicht in einem Livestream dann weitergehen und die ganzen anderen Sachen uns auch nochmal angucken. Das ist die Idee hinter dem Let's Play. So, das möchte ich nur von vornherein einmal sagen. Jetzt gucken wir uns mal dieses wunderbare Haus an. Das ist schon wirklich herzallerliebst. Auch hier wieder viel Liebe zum Detail. Ein Spiel, was wieder mit der Liebe zum Detail glänzt, wie ich finde. Ganz, ganz, ganz toll. Okay, ansonsten, es gibt hier bei dem Spiel tatsächlich nicht viel zu erklären. Hier oben sind eure Ressourcen. Jeder, der schon mal ein Aufbauspiegel gespielt hat, wird das kennen. Ne? Werkzeuge, Eisen, Kohle gibt es hier, Steine, Feuerholz, Holz. Essen ist hier momentan nicht unterteilt, wird aber später wichtiger. Dann gibt es hier Luxus. Ihr seht es hier, da sind verschiedene Dinge drin. Die Anwohner, die es hier gibt, beziehungsweise die Bewohner. Hier gibt es ein paar Buttons. Das ist jetzt alles nichts Großes. Zusätzliche Panel. Ein paar Statistikpanel, dann gibt es hier die Forschung. Hier unten verstecken sich die Gebäude, die ihr bauen könnt. Also, wie gesagt, alles kein Hexenwerk in diesem Spiel. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal die Karte an und die sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Wir müssen halt am Anfang jetzt gucken, dass wir, und das würde ich tatsächlich hier machen, von vornherein genügend Nahrung produzieren. Das ist Ziel Nummer 1. Das ist das allererste, was wir mit unserem... Da ist ein Schiff.
Wieso ist da ein Schiff? Das ist ja cool. Leute, da ist ein Schiff. Wie cool ist das denn? Mit einem Adler. Oder ist das ein Falke? Oh, ist das toll. Ein wunderbares Spiel. Wieder ein Spiel, was durch wirklich seine Optik glänzt. Finde ich ganz, ganz... Ist das da... Was ist das denn? Das ist eine versunkene Stadt. Das ist Atlantis. Leute, wir haben Atlantis entdeckt. Wir können uns zur Ruhe setzen. Wir haben Atlantis entdeckt. Ist das cool. Was finden wir denn noch so? Entschuldigt bitte, bevor wir anfangen, jetzt gucken wir erstmal nochmal über diese Insel und gucken uns nochmal an, was es hier alles gibt. Oh, ist das toll. Ich liebe so eine kleinen Sachen. Das ist so toll. Ach schade, mehr gibt's nicht. Na, ist ja auch nicht schlimm. Vielleicht gibt es hier irgendwie so einen versteckten Wanderweg. Da machen wir Wandern mit dem Strategie-Nerd hier nochmal über die Insel. Aber ich glaube... Ui... Oh, 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 das ist die Crew gewesen, die vor uns hier war. Eieieiei, jetzt wissen wir, was mit ihm passiert ist. Der König hat uns entsandt, um auch nach ihm zu gucken. Jetzt wissen wir, was passiert ist. Okay, viel mehr gibt es hier nichts Interessantes. Da müssen wir jetzt erstmal unser Dorf wiederfinden, das war hier oben. So, jetzt aber wirklich. Also, am Anfang müssen wir für Nahrung sorgen und für Häuser. Und deswegen müssen wir jetzt wirklich gut einkalkulieren und einplanen. Und ich kann nicht sagen, wir müssen das wirklich gut machen. Ansonsten haben wir nämlich tatsächlich gleich verloren. Und wir starten mit... Also, wenn wir natürlich verlieren, dann ist das Let's Play natürlich vorher vorbei. Ich glaube, das ist klar. Ansonsten hatte ich ja, glaube ich, gesagt, wie lang es läuft. So, jetzt machen wir aber erstmal einen Blick in die Produktionsgebäude. Wir haben nämlich die Sammlerunterkunft. Und ihr seht, sammelt verschiedene Wildfrüchte, Pilze und andere Sachen. Und die sind wahrscheinlich hier im Wald bei 95%. Hier wird es mit Sicherheit noch mehr. 111%. Heidewitzka. Das ist gut. Das nehmen wir. So, wie viel kostet das an Holz? 15 und das Lager auch 15. Ah, das ist nicht gut. Dann machen wir hier die Sammlerunterkunft hin. Daneben kommt das Lager. Aber wir müssen übrigens natürlich auch sehr gut gucken, dass wir hier alles vernünftig bauen. Das ist auch sehr wichtig. Und dann gehen wir auf G und T. Das sind zwei Knöpfe, die oder zwei Shortcuts, die wir uns schon merken müssen. T blendet... blendet die Bäume aus und G macht die Overlays, das heißt Raster, Bodenfruchtbarkeit, Erzraster. Erz haben wir um diesen Sachen herum. Bodenfruchtbarkeit sieht auch gar nicht so gut aus. Das müssen wir hier oder hier müssen wir anbauen, wenn wir was anbauen. Das ist also schon mal nicht schlecht. Dann wissen wir, wir gehen mit Häusern in die Richtung und hier unten hin. Erze sind da hinten. Okay, also Industrie links lang. Okay, gut zu wissen. So, jetzt bauen wir hier erstmal eine Straße, damit wir auch wissen, wie nah wir da rankommen. Dann machen wir jetzt nochmal G, das Raster an. Einmal da lang. Und dann bauen wir hier ein Depot. Zum Depot erkläre ich gleich nochmal was. Und dann setzen wir einmal Straßen auch nochmal ringsherum um dieses Haus hier. So. Die Depots in diesem Spiel funktionieren wie in Anno. Das heißt, ihr habt überall ein Depot. Jedes Depot, was ihr baut, bringt euch von der Gesamtkapazität nochmal 1000 drauf. Das heißt, ihr startet mit 2000. Jedes Depot sind jeweils 1000 mehr. Und ein globales Lager. Das ist wichtig. So, jetzt machen wir die Sachen hier. Dahin. Und ich hoffe, dass die Bäume, die beim Bauen gefällt werden... ausreichen, dass wir hier genug Holz bekommen. Das ist wichtig. Dann haben wir die Sachen fertig. Dann blenden wir jetzt die Bäume wieder ein. Und das Raster aus. Okay, jetzt müssen wir überlegen. Wir haben jetzt was zum Essen. Das werden wir jetzt priorisieren. Da können wir hier draufklicken. Das heißt, das Essen wird hier priorisiert. Das soll mit absoluter Priorität gebaut werden. Dann möchte ich gerne hier vorne noch ein paar Bäume fällen, dass wir ein paar auf Lager haben. Wir brauchen ja auch noch Unterkünfte.
Das machen wir hier hinten rechts, Gebäude und Ressourcen ernten. Dann gehen wir auf Bäume einsammeln und dann machen wir einfach mal 3 Stück. Wir machen noch einen 4. hier. Mehr nicht. Gut. Dann müssen wir von vornherein jetzt auch überlegen, wenn die hier gebaut werden. Also sie werden jetzt erstmal das ganze Holz hierfür verwenden. Und dann werden wir ihnen sagen, sie sollen das bauen. Dann müssen wir eigentlich parallel schon anfangen, Häuser zu bauen. Das ist auch wichtig. Und dazu gehen wir erstmal ins Lager rein. Und im Lager haben wir, das ist wichtig für die ersten Zelte. Also wir können keine Häuser am Anfang bauen. Wir brauchen erstmal Zelte. Und da haben wir Leder. Beziehungsweise ich kann es euch auch mal kurz zeigen. Ein Zelt braucht 2 Holz und 3 Leder. Und wir haben 10. Das heißt, wir können 3 Stück bauen. Sehr gut. Dann machen wir das Raster nochmal an. So. Die Pfeile zeigen, in welche Richtung sie, also in welche Richtung das Gebäude funktioniert. Das heißt, wir bauen da welche hin. Und da. Sehr schön. Können wir hier die Straßen gleich mal weiterführen. Und hier oben hoffe ich, dass wir da noch irgendwas hinbekommen. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, können wir laufen lassen und gehen auf die Geschwindigkeit 2. Beziehungsweise wir könnten sogar auf 5 gehen. Das müssen wir uns aber überlegen, ob wir das wirklich machen. Jetzt gehen wir erstmal hier hinten hin und da wird jetzt erstmal gebaut. Wir müssen das hier im Blick behalten. Ob die Leute hier wirklich abhauen, das ist nämlich ein Problem. Was wir auch brauchen, das ist ein Sägewerk. So, jetzt wird hier gebaut. Hier wird das Holz gleich gefällt dafür. Hier ist alles vorhanden und wir haben noch 13 Holz. Das ist gut, dann gehen wir mal direkt in die Pause. Was wir auch brauchen, und da müssen wir auch von vornherein dran denken, ist ein Sägewerk. Warum? Ein Sägewerk produziert Feuerholz und es gibt im Prinzip 2 Sachen, die wir jetzt am Anfang brauchen. Feuerholz, damit unsere Leute heizen. Essen, damit sie bleiben. Wenn wir das nicht haben, hauen sie ab. Und wir können das im Prinzip direkt beenden. Deswegen ein Sägewerk setzen wir mal Raster an. Einmal dahin. Wir müssen ja so und so das ganze Holz hier wegkriegen. Beziehungsweise, jetzt muss ich mal gucken. Da habe ich es nicht genau genug gelesen. Produziert Feuerholz. Ich sehe jetzt hier nicht, dass die irgendeine besondere Reichweite haben. Okay, passt. Dann können sie das direkt hier reinbringen. Das fungiert auch als Lager. Jetzt regnet es. Sehr schön. Solange es keinen Sturm gibt und es hier anfängt zu brennen, ist das ja kein Problem. So, es gibt natürlich auch eine Stellenübersicht. Die ist momentan relativ unspektakulär. Wir können noch einen Transporteur einsetzen. Eine wichtige Sache, die kann ich euch auch nochmal erzählen. Ein Arbeiter ist auch gleichzeitig ein Transporteur aber kein Arbeiter. Ein Arbeiter baut auch Gebäude. Das macht ein Transporteur nicht. Okay. So, sehr gut. Wir sind fertig. Die Sammlerunterkunft ist fertig. Wunderbar. Effizienz 109%. Und jetzt können wir hier in der Stellenübersicht 2 Sammler reinpacken. Und dann werden wir das Depot jetzt priorisieren. Wir müssen jetzt nämlich ganz dringend hier Waren ins Depot schaffen, dass wir, also dass die Leute quasi direkt hier rüber gehen können. Das ist wichtig. Das ist aber eigentlich auch schon alles drin. Das heißt, die können hier auch direkt loslegen. Sehr schön. So, das Holz ist auch abgebaut. Einer ist unglücklich. Der hat wahrscheinlich, da wohnen 4 Leute drin. Leon und 2 Kinder. Okay, das sind Familien, ne? Okay, das ist dann ein bisschen schade, aber dann muss er halt, keine Ahnung, dann muss er unter dem Baum schlafen. Okay, das haben wir. Ja, ich weiß, Wohnungsmangel. Gut, dann machen wir erstmal damit weiter und gucken, dass wir hier kein Feuerholz auf Lager. Ja, wir arbeiten schon daran. Hier ist auch alles vorhanden. Wunderbar. Sehr gut. Auch fertig.
Das Lager ist... Ah, toll. Lager ist fertig, Feuerholz ist fertig. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was wir weitermachen. Wir produzieren Nahrungsmittel. Wir haben 46 Essen. Wie viel produzieren wir hier? 610 im Jahr. Dann machen wir hier schon mal 20 Münzen und 60 Holz und 10 Holz. Produziert 763, sind knappe 60 im Monat. Monatlich verbrauchen wir nichts. Ja, ist doch super. Also 60 Lebensmittel sind schon mal eine Ansage. Da müssen wir überhaupt erstmal hinkommen. Okay, 47. Hier steht jetzt erstmal nichts. Keine Ahnung, ob das ein Bug ist, weiß ich nicht. So, hier ist übrigens auch interessant. Das braucht ihr später, wenn wir in Richtung des Erzes kommen. Es gibt nämlich als Job nur den Bergarbeiter. Es gibt aber als Bergarbeiter einen Kohle- und einen Eisenbergarbeiter. Und dann brauchen wir die Anzahl der in diesem... also wir müssen hier mit den Jobs hantieren und mit der maximal möglichen Anzahl an Leuten. Das ist auch wichtig. So, jetzt gucken wir in die Jobs rein. Ein Holzfäller, den setzen wir hier rein. Und hat der jetzt eine Reichweite hier, der Holzfäller? Ich sehe das jetzt nicht. Die Frage ist, sammelt der jetzt automatisch Holz oder müssen wir dem das sagen? Wir können ja einfach mal sagen, unsere Leute können jetzt bitte einmal hier die Bäume fällen. Wir haben ja gerade nichts zu tun. Dann gucken wir gleich mal nach Steinen. Können die hier Steine abbauen? Nee. Da gibt es Steine. Das können sie wegmachen. Und Metall können sie hier hinten auch gleich abbauen. Da haben sie jetzt ein bisschen was zu tun. So, sehr gut. Also, nächstes, was wir brauchen, das blenden wir uns wieder ein. Holz kriegen wir. Wir sind im Juni und wir brauchen auf jeden Fall Fische. Das ist das nächste große Ziel, damit wir hier oben Fische sammeln können. Das würde ich tatsächlich, auch wenn das klappt, genau hier machen. Alternativ bauen wir das da unten hin. Das müssen wir jetzt als nächstes erforschen. Fische. Und mal gucken, ob wir das schon können. Holz. Okay, also wir warten auf das Holz und dann bauen wir uns eine Fischerhütte. Das ist jetzt wichtig. So, hier wird jetzt anscheinend Holz produziert. 800 im Jahr. Gut, wir sehen noch nichts, aber das sollte hoffentlich passen. 38, 39 Essen. Also Essen wird hier produziert. Wir könnten noch bei 15 Holz, wenn wir das Holz zusammen haben, da noch mal ein bisschen investieren. Das machen wir aber jetzt erstmal nicht. Ah, Erdbeeren und Pilze. Sehr gut. Haben wir. Wunderbar. Passt. Sollte also, würde ich sagen, erstmal ausreichen, hoffe ich. 128 produziert im Monat, 99 verwendet. Sehr gut. Also wir bauen uns da ein kleines Polster auf. Sehr schön. So, jetzt haben wir 15 Holz. Das heißt, wir gehen direkt hier rein. Nee, wir brauchen 20. Okay. Bei 20 Holz erforschen wir die Fischerhütte. Und dann müssen wir gucken, dass wir die aufbauen. Denn wir müssen jetzt... Wir produzieren vielleicht für jetzt genug, aber wir müssen jetzt schon vorsorgen für den Winter. Das heißt, wir müssen jetzt vorplanen für den Winter. Der fängt aber Oktober und November an. Und dann müssen wir direkt anfangen, hier zu bauen. Das ist auch wichtig. So, die gehen jetzt dahin, bringen da Holz hin. Wir haben hier natürlich auch kein Depot, ne? Dann sollten wir das hier vorne nochmal bauen. Was kostet das? Oh, 15 Holz. Ne, das geht jetzt nicht. So, einmal die Pause. Und Fischerhütte bitte. Das ist jetzt wichtiger. Und danach bauen wir ein Depot. Und wenn das Depot fertig ist, bauen wir die Fischerhütte. Das Depot bauen wir dahin. Beziehungsweise, was kostet denn die Fischerhütte? Das könnten wir doch schon sehen, ne? 10 Holz und 5 Steine. Steine haben wir. Okay. Das ist also kein Problem. Jetzt müssen wir echt zusehen, dass wir das Depot bauen. Das ist wichtig, dass die hier auch wirklich direkt mit hingehen. Weil ihr seht, der Weg ist momentan sehr lang zum Depot. Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hier hinbauen können. Ja, sehr schön. Funktioniert. Da können wir es hinbauen.
hier können wir es auch hinbauen. Ich bin mir halt, entschuldigt bitte, ich bin mir halt nicht sicher, ob wir es lieber hier hinbauen, aber hier, weiß ich nicht, am Ende des Tages sieht das für mich identisch aus. Ich weiß halt nicht, ob das hier zufriert eventuell im Winter. Ah, das ist schon schwierig, die Entscheidung. Können wir irgendwo Fische sehen? Nee, ne? Also ich meine, es gibt, also ich weiß, es gibt Fischschwärme, aber ich sehe hier keine. Da hinten ist was. Wow. Guckt euch das an, da ist auch noch eine Statue im Wasser. Ist das cool. Da ist auch noch was. Ja, wie geil ist das denn? Mega. Okay, wir können es eh noch nicht bauen. Wir lassen erstmal weiterlaufen. Die Entscheidung finde ich jetzt sehr schwierig, ob wir es hier unten hinbauen oder oben. Die Entscheidung ist nämlich davon abhängig, ob wir dann in Richtung Eisfischen gehen oder nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das. Wir gehen in Richtung Eisfischen. Wir machen das. So. Der Punkt ist halt auch, wir müssen natürlich auch in Richtung Werkzeugschmied gehen. Und solange, also das braucht alles kein Werkzeug, um es zu bauen. Das ist das Gute. 40 Holz, das sieht gut aus. 15, sehr schön. Das heißt, wir bauen unser Depot einmal in die globale Ansicht. Ah, das gefällt mir da nicht. Ja. Können wir das hier hinsetzen? Ah, das passt auch nicht. Hm, bauen wir das hin? Wir könnten hier die Straße hochsetzen. Hier. Und die Ecke freilassen für irgendwas Schönes mit Dekoration. Ich würde sagen, das machen wir so. Ja. Wir bauen das Depot direkt hier in die Ecke, aber drehen das nochmal. Ja, so machen wir das. Okay. Gut. Das sollte passen. Und jetzt bin ich mal gespannt, wann wir das nächste Holz zusammen haben. 5 haben wir jetzt. Und das nächste, was wir bauen, ist die Fischerhütte. Das können wir schon bauen, nee. Aber wir können es schon platzieren. Und ich... Am Ende des Tages brauchen wir bei beiden Ecken... Ist eigentlich egal, ne? Es ist überall weit genug, weit weg. Wir bauen das hier oben hin. Wir machen das hier hin. Ich fühle mich da unten nicht wohl, wenn wir es da hinsetzen würden. Einmal dahin, bitte. Ah, wir können es gar nicht platzieren. Okay, weil wir das Holz noch nicht haben. Gut. Jetzt haben wir es aber. Jetzt werden wir es direkt platzieren. Drehen der Gebäude ist übrigens eher. Wir können es da nicht bauen? Ach, wegen der Steilküste. Okay, dann hat sich das Thema so und so erledigt. Dann müssen wir das hier hinsetzen. Okay, gut. Na, dann hat sich die Diskussion Gott sei Dank erledigt. So, dann bauen wir einmal... den Weg weiter runter. Daran. Und wenn das hier fertig ist mit Bauen, dann werden wir auch hier vorne ein Depot errichten. Sehr schön. Sehr gut. Basisversorgung steht erstmal, würde ich sagen. Jetzt bauen die... Jetzt müssen wir gucken, wie viele Leute wir noch haben. 2. Ja, das brauchen wir schon alles, ne? Wir müssen gleich was für die Fischer abstellen. Dann müssen wir einen Fischer nehmen und der muss auf Effektivität getrimmt werden. Da müssen wir ein bisschen investieren. Denn das ist unsere einzige Einnahmequelle jetzt im Winter. Was anderes haben wir nämlich nicht. Und wie ihr übrigens seht, der eine Typ, der bei uns kein Haus hatte, der ist echt abgehauen, ne? Der hat sich echt verpieselt. Und jetzt gucken wir hier mal rein in die Zufriedenheit. Da sind wir bei 90. Basisgüter sogar 100. Ja, das sieht sehr gut aus. Und diese Sache zeigt euch übrigens die Einflusspunkte an. Die brauchen wir hinterher für die Diskrete. Die kosten alle Einflusspunkte. Das heißt, da müssen wir auch sehr vorsichtig mit sein, dass wir dort genügend zusammenkriegen, um die dann auszugeben. So, jetzt gucken wir uns nochmal die Statistiken an. Kein Feuerholz. Garmin 17 ging fort, um anderswo ein Haus zu suchen. Quinton hat die Volljährigkeit erreicht. Oh yeah.
Das heißt, wir haben einen weiteren. Wir müssten aber eigentlich auch direkt ein Haus nachbauen. Aber dazu brauchen wir auch eine Jägerhütte. Ah, wir brauchen so viel noch. Produzieren nämlich kein Leder im Moment. Leder produziert ihr in der Jagdhütte. Das kommt von den Tieren, aber das haben wir noch nicht. Vermutlich, wir gehen mal auf den Lagerbestand. Wir haben beim Leder... Ja, eins. Genau. Das heißt, Leder haben wir tatsächlich keins. Wir bräuchten also, wenn wir das bauen, Bauholz und Steine. Ja gut, hätten wir ja jetzt, ne? Wir brauchen aber zuerst... Ne, wir müssen das Holz jetzt sparen. Wir brauchen zuerst ein Depot. Und dann bauen wir noch ein weiteres Haus. Okay, das sieht gut aus. Einmal hier noch einen Blick rein. 700, 138%. Wir könnten eine große Körbe investieren. Da haben wir die 15 voll. Und dann bauen wir direkt ein Depot. Einmal Rasteransicht an da unten hin. Und das bitte priorisieren. Wunderbar. Sehr schön. Jetzt müssten wir aber auch noch ein paar Leute haben eigentlich. Ja, drei Leute. Und ich würde mal sagen, das brauchen wir eigentlich nicht. Wir werden das nochmal... Oh, jetzt kommt aber auch gut was rein. Wir machen das nochmal weg hier. Und wenn wir dann irgendwann... Wenn wir dann irgendwann das Depot hier fertig haben, dann können wir das immer noch bauen. Das ist dann nämlich auch wichtig. Okay. Ich bin sehr gespannt, echt, wie es weitergeht, muss ich sagen. Oh Gott, guck mal, hier gehen jetzt die Lampen sogar an. Oh, ist das schön. Da ist jetzt gerade einer rumgelaufen und hat die Lampen angemacht. Und sie leuchten immer noch, obwohl die Sonne aufgegangen ist. Ah, das ist kein Problem. Die gehen bestimmt auch gleich wieder aus. So, unsere Fischerhütte ist fertig. Da weisen wir jetzt auch einen Fischer zu. Der ist nämlich auch sehr wichtig. 330, da sollten wir also direkt in Netze investieren. Aber wir haben dafür nicht genug Geld. Nee, da müssen wir jetzt echt erst das Geld sparen. Aber 330 ist echt nicht viel, ne? Das ist echt nicht viel. Vor allen Dingen, wir produzieren nur 80 im Monat. Warum? Achso, das ist ja Standardbetrag. Ja, ja, klar. Das sind ja hier die 777 und dann noch das... der Fisch dazu. Das ist echt nicht gut. Na gut, jetzt ist auch zumindest das Lager hier fertig. Und das Lager ist auch fertig. Sehr schön. Dann können wir jetzt tatsächlich die Befehle geben, um hier Metall zu sammeln. Und hier die Steine. Und dann können weitere Bäume gefällt werden. Einmal hier. Und... das alles können unsere Leute dann in der nächsten Folge vom Patron machen. Und Leute, es wird Herbst. Wir müssen uns ganz dringend in der nächsten Folge auf den Winter vorbereiten. Und ich bin mega gespannt, wie es weitergeht. Wirklich, ob wir das überleben oder nicht. Soweit bin ich tatsächlich das erste Mal gekommen. Versuch Nummer 3 hat geklappt. Wir haben alles richtig gemacht. Wir haben überlebt. Und ich hoffe, wir schaffen das. Wenn ihr Vorschläge habt, Kommentare, Wünsche, Anregungen, alles gerne in die Kommentare. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut, bis morgen, euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.